Und somit willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Falls ihr euch wundert, warum ich mich jetzt so komisch anhöre, ich habe jetzt einfach mal ein anderes Mikrofon aktiviert. Weil mit dem alten, naja, war ich immer so abgehackt. Aber ich sehe hier gerade, hier übersteuere ich gerade ein bisschen. Hier einmal ganz kurz runtergehen. So, jetzt sollte es besser laufen, hoffe ich. Gut. Wir sind auf jeden Fall unterwegs nach Mutterherz. Da gehen wir jetzt hin. Voila. Hab ich denn da jetzt weggeworfen? Ach, ein Stein. Oh. Etwas Vorrat. Mal schön alles mitnehmen. Kämpfen? Will ich nicht kämpfen? Ich bin mehr als bereit für dich. Oh, daneben. Hab ich ihn. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das ist jetzt Wächter oder sind das andere? Oh. Das sind sie. Sägezähne, oder? Voilà. Ui, 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 hey, chillt mal. Alles ein bisschen mitnehmen hier. Ah, ein Plünderer war das, war kein Sägezahn, das war ein Plünderer, okay. Egal. Aber hier ein paar Wächter und ein paar Plünderer umgebracht. Hallo? Würdet ihr die nicht looten? Nicht. Ach, den will er nicht. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Das ist ein Wächter. Mehrere Wächter.
Ah, komm, Wächter, komm. Doch. Der drei Wächter. Meine Güte. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit Modifizierungen? Ah, was habe ich denn da? Abrissspule. Ich schätze mal dadurch, also dass da was runterfällt, wie auch immer. Aber die mal da dran. Oh. Kommt die Schock an. So. Oh, ein bisschen Heilkraut wieder mitnehmen. Wenn das jetzt immer noch ein bisschen übersteuert, dann tut mir das leid, dann muss ich das in der nächsten Folge wieder ein bisschen ändern. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Auf V war, ja gut. Mal einen Tag nicht, dann vergisst man sofort, wie der Fokus funktioniert. Aber bevor ich weitermache, sollte ich vielleicht doch mal die Steuerung, Tastenbelegung. Ich ändere hier mal ganz kurz was. Ne, ich lasse es mal. Aloy. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Oh, juckt. Oh ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Eine Stadt, vielleicht. Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein.
Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ach, arme Aloy. Aber ich finde die Story geil, da brauche ich nicht so viel reden. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Oh, da hängt das Spiel gerade leicht. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Erstmal speichern. Jeder verdient doch eine Chance, wenn du nicht kannst. Willkommen beim Fest. Dann. Agieren. Was sie in ihr sieht. Wenn das so weitergeht, wird sie mich niemals bemerken. Na, aufwärmen, okay. Diese Hitze macht mich fertig. Aloy! Du bist es, oder? Ach, den ich gerettet habe damals, ne? Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie Bin ich. Du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Okay. Dora-Kriegerin. Ich bin eine Kiste, die verkauft habe jetzt. Ich weiß es nicht. Ausrüsten. Da.
Es scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich will mal von dem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Hallo, Ava. Was darf's für dich sein? Mal gucken. Dafür hätte ich zu wenig Metallschirm. Ich habe nur 147. Eine Lore-Kriegung für den Fronteinsatz im Kriegertrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Die Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat sich in den extremen Bedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Und ich kaufe mir jetzt erstmal noch nichts, ich behalte alles erstmal noch. Auf Wiedersehen und viel Glück bei der Erprobung. Danke. Aber ich habe ja jetzt eine Schatzkiste. Ich habe sogar zwei Schatzkisten. Kühlsaft, Schnellreisepakete, Schockwiderstand und was ist hier drin? Metallscherben, Lore, Metallgefäß, Schnellreisepakete, Gesundheitstrank. Die Tasche ist fast voll. Erstellen. Die Reise. Lagerkapazität. Kann ich nicht, weil mir reichhaltiges Fleisch fehlt. Das bedeutet, ich muss Wildtiere jagen. Sagst du mir nichts. Suchen macht dich für eine Feinde schwerer sichtbar. Verwende beim Balancieren auf Seilen Fernkampfwaffen. Oh, das klingt schon mal nicht schlecht. Die Göttin mögen mir vergeben. Ich werde sentimental. Komm da runter! Du bist schon betrunken! Was für ein Idiot. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Jetzt hört genau zu, denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Man weiß ja am nie. Anfang, vielleicht sorgt die Ausgeschlossenen kam alles Leben von der Uhr. Immerhin hat Ross sie. Mensch. Hey Leute, hier drüben. Ach. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Bin ich dein Mann? Hallo, mal. Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Warum sollte ich? Ich kann dir vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Die Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf sorgen. Kann modifiziert werden. Eine Schockpfeile. Der langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für einen Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Kann modifiziert werden. Hat auf jeden Fall 60 Schaden.
Aja-Schleuder. Ich habe mittlerweile 37 Lohen, okay. Ich schieß mit Steinen. Ich? Schleuder. Der Eis und Schock und die nur mit ja 105 oder 105, wenn ich beide hole. Ich glaube, ich nehme den Bogen dahin und normale Schleuder. Munition. Aber brauche ich nicht. Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Hm? Ah, da brauche ich Präzisionspfeile für. Okay. Den Holz, eine Scherbe, 8 Scherben und Draht für die Präzisionspfeile. Da brauche ich auch Scherben und Bohnen? Ach, Eisbomben. Okay. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit, geschrieben und Versklaver! Von Sonnenkönig Amor. Mörder und Versklaver! Schwein. Hey, erleuchtet halt. Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Was sollten Sie denn noch anstellen können? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Ich lasse mir von diesen ungläubigen Karja doch nicht das Fest verderben. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja. Niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Dir steht er toll.
Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt sein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Sorry für die kleine Störung, das war der Ventilator, schätze ich mal. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge: streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ja, furchtbar. Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Genau. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht,
Die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Okay. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. So, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.